Tut uns leid, Steffi! Heilige Maria! Oh. Hannes ist ein Elevator-Boy. Darf ich euch vorstellen, das ist unser Making-of-Mann. Den haben wir jetzt neu engagiert. Da muss ich näher nachfragen. Nochmal, bitte was? Hat nicht so viel Talent, aber wir haben ihm vor 2 Jahren schon zugesagt. Deswegen muss er das jetzt machen. Herzlich willkommen in Gmunden. Guten Morgen, Hannes. Wie hast du den gestrigen Abend verarbeitet? Weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Bin gerade aufgestanden. Aber gibt doch schlechtere Orte, um aufzustehen. Das stimmt allerdings. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon froh, dass ich den Hinweis bekommen habe, pack deine Badehose ein. Die habe ich vergessen. Wo geht denn ihr hin? Joggen. Ist mitkommen oder was? Nee, geht ihr mal. Tschüss. Morgen, Lobby. Hallo, Thomas. Hast du gut geschlafen? Ich habe gut geschlafen, ja. Gut. Gut minus, also 2 minus. Wie hast du den gestrigen Abend verarbeitet? Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Tolles Publikum. Okay. 2 Jahre sind lang, aber irgendwie kamst du mir gestern trotzdem vor, als ob man gar nicht jetzt lange weg war. Das war ganz absurd. Oder? Wir waren sogar entspannter als sonst. Fand ich auch. Und eine schöne Atmo. So, was macht man jetzt? Ein Ausflug. Wir fahren auf den Berg. Ich bin schon ganz aufgeregt, was wir jetzt erleben an einem Tourtag 2. Gmunden, Gmundener See. Ist das eigentlich der Gmundener See? Oder der? Das ist der Traunsee. Traunsee, genau. Ist der? Okay, haben wir wieder was gelernt. Ist also, das, weil sich hier viele Leute trauen? Der Name kommt nicht vom Heiraten, okay. Aber wir haben unheimlich viele Hochzeiten. Ja, nur wie wäre das was für dich? Wenn er am Wörthersee. Im Schloss am Wörthersee würde ich dann heiraten. Ja, außerdem spielt das ja für Novi keine Rolle mehr. Der ist ja schon mit der Musik verheiratet. Ja, genau. Ich halte nichts von heiraten. What? Okay, wieso? Ja, okay, okay. Da muss ich näher nachfragen. Nochmal, bitte was? Okay, Novi, ich halte nichts von heiraten. Wieso? Ich verstehe es nicht. Also, warum soll eine Erfindung des Menschen meine Liebe zu jemand unterschreiben? Okay, interessant. Weißt du, was soll das? Ich verstehe es nicht. Verurteilst du damit gleichzeitig einen Menschen? Nein, ich verurteile es nicht. Ich verstehe es nicht, nur für mich verstehe ich es nicht. Viele heiraten ja auch aus steuerlichen Gründen, muss man auch ganz ehrlich sein. Ne? Ja, macht ja auch nicht. Ich komme eher als E2-Dollar, ich weiß es nicht. Ja, es ist meistens schon aus Liebe. Jetzt, wenn er nur mit seiner Sonnenbrille redet über das Heiraten, das ist echt ein geniales Bild. Gehen wir jetzt hier rein? Ja. Wie Sommerrodelbahn. Ja. Sommerrodelbahn. Können wir fahren oder was? Ich weiß nicht, ob wir das fahren können, aber vielleicht. Aber es geht nicht in die Gondel brechen. Wir können es mal klischee-mäßig sagen: Der Berg ruft. Der Berg ruft. Wir genießen jetzt kurz einmal die Aussicht von aus 1000 Metern runter zur Bühne. Dort in der Mitte. Hey Leute, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Gig, deshalb habe ich mal meine Crew auf meine Terrasse eingeladen. Wir haben uns jetzt für die Sommerrodelbahn entschieden. Das sieht echt lustig aus. Geht los, Novi. Yeah! Die Mutigen brechen nicht. Die Mutigen nicht. Hilfe! Okay, ich fahr. Yeah. Voll geil. War ich vielleicht ein bisschen schnell? Habt ihr viel gebremst? Nein. Oh. Jetzt fangen wir nochmal den Novi ab. Der sieht so cool aus mit seiner Sonnenbrille in dieser Sommerrodelbahn. Das ist der Hammer. Kannst du mir immer sagen, so jetzt waren wir auf dem Berg, jetzt geht's ab zum Soundcheck. Wir waren auf dem Berg und jetzt geht's ab zum Soundcheck. Nochmal bitte? Wir waren auf dem Berg und jetzt geht's ab zum Soundcheck. Ich wollte es noch ein letztes Mal. Wir waren auf dem Berg und jetzt geht's ab zum Soundcheck. So geiles Wetter, das gibt's gar nicht. Wir ignorieren einfach, dass es eine leichte
Regenwarnung heute für 21 Uhr gibt. Zieht vorbei. Stärkung? Ja, es sieht eher nach einer großen Stärkung aus, würde ich sagen. Freust du dich aufs Konzert? Ja. So, was machen wir, wenn es heute regnet? Wenn es regnet, könnt ihr euch alle eine Silbermond-Regenjacke kaufen. Nee. Ihr seid alle warm Wetterrocker. Nö, nee, ich finde das vielleicht okay. Ach, die Gitarre. Tommy, die Show geht gleich los. Ich würde sagen, du gibst jetzt mal die Kamera ab. Du musst jetzt hier, ich habe ja dein Instrument. Okay, warte, ich frage nochmal, ob alle ready sind. Bevor dann gibt's. Ready? Bist du ready? Ready! Bist du ready? Nee. Bist du ready? Ready. Ready? What's up? Das war richtig geil! Hannes ist ein Elevator Boy. Steffi, was? Ich fand's super krass. Da waren so drei Jungs, drei Boys, die waren richtig hart betrunken, aber die waren so lieb. Die haben gebrüllt ins Mikrofon bei Himmel auf. Und dann habe ich gesagt, bei das Beste, jetzt könnt ihr Gefühl versinken. Die so, tut uns leid, Steffi! Es war wirklich sehr smart. Ich glaube, die drei, die waren schon beim letzten Mal da. Egmont, vielen Dank, das war voll nice. Danke euch sehr. Hallo. Wir stehen hier, Bremen und zack, es geht los. Heute Kleinkorken. Wir haben gestern so gemacht. Das ist mein neuer Song, ist das ein neuer Albumtitel? Ja. Ja. Silbermond geht vor. Seit 4. März 2004 bin ja jeder Band. Ja, so. Die ist gut geworden. Ja. Ciao. Aber wo wohnt ihr? Hessen, Kassel, Brandenburg. Wir sind aus Rosenheim. Ich habe eine Frage, wenn man aus Rosenheim kommt, wie steht man zu Tulpen? Auf die Plätze, fertig und los! Außerdem haben wir das vermisst.